Ja, hallo und willkommen zurück zu Banjo-Kazooie, Part Nummer 6. Ja, im letzten Part haben wir hier, Clanker von seiner Misere befreit, dass er nicht atmen konnte und haben uns hier einen Kampf mit den Mutanten, Krabben geliefert. Ja, und heute werden wir natürlich gucken, dass wir hier die Welt beenden. Ja, das ist immer noch dieselbe Aufnahmesession, deswegen bin ich auch hier direkt in dem, ja, genau da, mache ich genau da weiter, wo ich aufgehört habe. Einfach aus dem Grund, weil ich möchte gerne die Noten speichern können. Damit man das Ganze nicht unnötig doppelt machen muss. So. Dann springen wir halt wirklich von jedem von jedem Ort ins nächste. Das sind halt hier so Sachen, die sind eigentlich nicht wirklich schwer. Ich weiß nicht, wie das für jemanden ist, der das zum ersten Mal spielt. Ich dachte eigentlich, das würde zu einem Puzzleteil führen, aber scheint wohl nicht so. So, und im letzten Part haben wir natürlich auch irgendwo unter Wasser ein anderes Puzzleteil noch gesucht. Ich glaube, das war da hinten. Wartet mal. Ja. Irgendwo war hier eins. Ja, genau hier. Hier müssen wir dann rein. Alles klar. Mal kurz hoch. Hier brauchen wir die maximale Luft. Und rein da. Ja, weil das habe ich... Ist vielleicht nicht so schlimm, wie ich es in Erinnerung habe, aber ich habe es halt in Erinnerung, dass man, wenn man hier zu lange braucht, dass man dann natürlich, ja, Atemnot hat. Und man muss ja natürlich auch wieder rausschwimmen. So, komm, sammel ein. Nein. Na, verdammt. Na, ich schwimme nochmal raus. Ich bin zu blöd. Ah, verdammt. Ja, weil wie gesagt, die Hälfte der Luft, die braucht man ja, um wieder aufzutauchen. Komm, raus, raus, raus. Ja, das wäre mir zu knapp geworden. Ja, das ist halt eins von diesen Puzzleteilen, die ich als schwere Erinnerung habe, einfach nur aus dem Grund, weil man halt failen kann. Man kann sterben. Und das ist halt nicht das, was man unbedingt möchte. So, komm. Schneller, schneller, schneller. Und diesmal richtig das Puzzleteil erwischen, weil ich möchte nicht noch ein paar Mal reinschwimmen. So, komm. Sehr schön. Und raus hier. Komm. Nicht an der Wand hängen bleiben. So, und schön durch. Düm, düm, düm. Ja, jetzt bin ich mir auch sicher, dass ich es auch schaffe. Durch den einen Fail eben. Habe ich das ja dann auch gut feststellen können. So, sehr schön. So, jetzt muss ich gucken. Irgendwo hier waren auch noch Noten drin. Ich glaube, hier in diesem Rohr, genau. Kamera, hilf mir mal kurz. Wobei man ja eigentlich sagen muss, dass hier die Kamera doch viel, viel schöner ist als vom Mario 64. Da ist nämlich kein Lakitu, der ihm hinterherfliegt. So, 68 Noten. Alles klar. So. Dann helfen wir jetzt mal Clanker weiter hier. So, und der hat Zahnschmerzen, hat er gemeint. Deswegen müssen wir jetzt 3 Eier in, ja, in seine goldenen Zähne schießen. Natürlich richtig treffen. So, einmal. Oh, dieser Zahn tut nicht mehr weh. Ja, weil er nicht mehr da ist, in dem Sinne. So, und einmal hier noch. Ja, lassen wir auch mal öfters die Eier zum Einsatz bringen hier. Falsch geschossen. So, und zweimal. Aber bevor ich reingehe. Auf dieser Seite ist es schon viel besser. Die Belohnung habe ich verschluckt. Die Zahnschmerzen sind weg. Danke. So. Und zwar. Ja, müssen wir hier drauf. Haben wir uns hier anschielt. Ja, ein Wal mit einer Schraube im Kopf. So, und zwar hier. Ja, ich sollte eigentlich vorsichtig machen, aber ich bin da ein bisschen... Ja, so ein bisschen, ungestüm. So. Geht doch rucki zucki. Ich frage mich, ob ich jetzt auch alle Noten habe. Großartig. So, dann gehen wir mal zu ihm rein.
Die linke Seite ist eigentlich für einen Mumbo-Schädel und die rechte fürs Puddelteil, glaube ich. Kommt jetzt mal rein. Ja, wir können in ihn rein. Und innen ist natürlich viel größer als von außen. Das kennen wir ja schon seit anderen Spielen. So. Ja, haben wir auch noch Noten drin. Ja, und das Innere von Clanker ist nochmal eine ganz eigene Welt. Also hier kann man auch noch einiges finden. So. Sieht auch nicht unbedingt gesund aus, hier rumzulaufen. Ja, den lasse ich mal sein, wenn ich wieder rausgehe. So. Ist für manche vielleicht auch ein bisschen eklig, wenn man sich das hier mal anguckt. Aber eigentlich nichts, worüber man sich irgendwie wirklich beschweren kann. Finde ich übrigens sehr mutig, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh Gott, das habe ich hier ein bisschen schwieriger in Erinnerung. Ja, hier müssen wir durch alle Ringe kommen. Auf Zeit. Und natürlich beim Grünen angefangen. So. Bin ich mal gespannt, ob ich das noch kann hier. Vielleicht muss ich das ein paar Mal machen. So. Ja, hier hoch. So, durch. Komm, tauchen und rein da. So. Im Prinzip alles, liegt alles schon auf dem Weg. Komm, weiter hier. Und der letzte Ring da unten. Ja gut, okay, von der Zeit habe ich es schwerer in Erinnerung gehabt. So, und der Grund ist ganz einfach. Es ist dafür gedacht, dass das Wasser jetzt steigt. Und natürlich auch wieder für ein Puzzleteil. Komm, hoch da. So, aber bevor ich das Puzzleteil hole, hole ich mir mal die Noten, die überall noch rumliegen. Das sind auch solche Noten, die man leicht übersehen kann. So. Und irgendwo war auch ein Jinjo versteckt. Ja, genau. So, komm her. Sehr schön. Und wieder hoch. Haben wir das auch erledigt? Ja, das ist halt das, was ich meine. Also die meisten Sachen sammeln sich halt wirklich von alleine ein. Da braucht man nicht unbedingt groß suchen. So, das andere ist unten. Komm, runter. Ja, im Rückweg nehme ich die Note mit. Ja, ich möchte aber nicht raus. Nee, nicht raus. So, eine Note und noch eine. Komm. Ja. Ich schwimme jetzt wirklich um die Note rum, das gibt's doch nicht. Bleiben wir halt mal stehen. Dann war es so einfacher. So, noch 12 Noten. Das wird natürlich interessant, wo die sein könnten. Das sieht eigentlich auch noch gut aus. Ich werde den Part heute übrigens früher beenden, sollte ich früher mit dieser Welt fertig sein. Wobei ich natürlich auch in die nächste Welt gehen könnte dann einfach. Oder zumindest halt vorbereiten. So. Dankeschön. Ich glaube, es gab ja auch irgendwo eine Flugplatte. Wenn ich mich nicht irre, da hinten vielleicht? Ja, genau. Weil die brauchen wir natürlich, um weiterzukommen. So. Und zwar auf die andere Seite fliegen. Hier würden wir, glaube ich, reinkommen, wenn wir, ja, wenn wir durch das Atemloch vom Clanker gehen. So, einmal darüber fliegen. So. Und rein da. Hier lernen wir nämlich unseren neuen Move. Und man sieht auch, ja, wird immer brutaler. Hier würden wir nur durchkommen, wenn wir, ja, wenn wir einen neuen Move erlernen, den uns Bottles hier gibt. Mit dem Move schützen dich Kazuis Flügel wie ein Schutzschild. Cool. Macht mich das unverwundbar? Na klar. Halte den Trigger und drücke den rechten C-Stick. Ja, halte danach den Trigger gedrückt, aber setz diesen Move sparsam ein, denn er kostet dich jedes Mal eine goldene Feder und von denen kannst du nur 10 Stück tragen. Ja, hier hast du 5 dieser wertvollen Federn. Ja, damit man es halt nicht unendlich einsetzen kann. Ihr habt bereits alle Moves dieser Welt gelernt. Ja, war ja auch nur einer da. Ja, und diesen Move müssen wir jetzt hier einsetzen. Also los. Quasi wie ein Powerstand, den wir die ganze Zeit mitnehmen können. So.
Und hier haben wir unsere Belohnung. Sehr schön. So, hier kriegen wir natürlich noch wieder Federn, um zurückzukommen. Ja, logisch. So. Ja, weil unbeschadet würde man da nicht durchkommen. So, was habe ich gesehen? Mir fehlen noch 6 Noten. Und Puzzleteile. Hier hat man übrigens, ja, eine Statistik. Sieht man hier. Ja, ein Puzzleteil. Das letzte Puzzleteil, wo war denn das? Ich dachte eigentlich, ich hätte alle geholt. Ja, gehen wir mal kurz raus wieder hier. Wo war denn das? War bestimmt ganz billig irgendwo unter Wasser. Ja, jetzt beginnt auch so langsam die Suche. Das ist auch keine Absicht von mir. Also ich kenne, wie gesagt, das Spiel nicht hundertprozentig auswendig. Ich erinnere mich nur, wenn ich Sachen sehe. So. Ja, bleibt natürlich die Frage, wo sind die anderen Noten und wo ist das letzte Puzzleteil? Bestimmt ist das letzte Puzzleteil bei den Noten. Sieht man hier vielleicht irgendwas, wenn man hier so guckt? Ist halt, wie gesagt, wegen der Weitsicht ein bisschen schwierig, das so zu erkennen. Da oben waren wir schon. Am Anfang vom Level müsste ich auch alles eingesammelt haben. Da oben waren wir. Und auf der anderen Seite waren wir auch, da oben. Da muss irgendwo noch was unter Wasser sein. Sechs Noten. Also ganz unten waren wir auch schon, als wir Clankers Schloss geöffnet haben. Bestimmt auch wieder ganz billig. Irgendwo vergessen. So, hier haben wir nur Eier. Die Kamera hat hier so ein leichtes Problem, aber es geht eigentlich noch. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Warte mal, ich gehe mal kurz nochmal da hoch. Da waren aber Eier drin, so viel ich weiß. Ja, ich gehe einfach nochmal hoch. Vielleicht sehe ich von oben besser. So. Also da waren wir schon, auf jeden Fall. Da hinten waren wir schon. Hallo Clanker. Die Augen folgen uns immer, aber die können halt nicht unendlich in unsere Richtung gucken. Oder habe ich am Anfang doch was vergessen? Da hinten unten war ich ja auch. Wobei der... Ja doch, genau, da war ich. Da war ich schon. Bleibt die Frage. Gut, den haben wir schon besiegt. Oder habe ich den Clanker was vergessen? Weil ich muss mal kurz mein Hirn nach überprüfen, was für Puzzleteile ich schon alles habe und was es hier noch eigentlich als Puzzleteil gibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, die schlimmsten Puzzleteile sind wirklich die, für die es keine Aufgabe gibt, also die man einfach so einsammelt. Weil man dann halt wirklich leichter Gefahr läuft, die auch zu vergessen. Tja, nun. Ich gehe einfach nochmal in den Clanker rein. Oh, ich wollte eigentlich nicht tauchen. Wieder hoch. Ey, lass mich rein. So, da kann ich zumindest den Muschel hier mitnehmen. So, hier am Anfang habe ich alles eingesammelt. So, Chrisel denkt nach, welches Puzzleteil fehlt dir noch? Du hast es von den Chinchos. Vom Clanker müsstest du alle haben. Im Inneren hat er ja eigentlich auch nur diese... zwei oder drei, wenn man die mitzählt. Der Unterwasser war ja auch nichts. Also wenn man von den Eiern absieht, sieht man ja, wie weit wir nach unten gucken können. Ja. Jetzt komme ich mir dumm vor. Wie so oft. Überleg mal, wo waren denn die alle? Wenn ich darüber fliege, dann komme ich nur in diesen einen Raum mit diesen ganzen Kreisdingen und da habe ich alles eingesammelt. Das weiß ich ganz genau. Ne, komm. Clanker müsste abgefrühstückt sein. Ich gehe nochmal an den Anfang. Vielleicht habe ich da wirklich was übersehen. So, kommen wir hier raus. So.
Schlimmer wird es halt wirklich, wenn man stirbt und dann halt denkt, man hat schon hier und da die passenden Puzzleteile, quasi die Noten eingesammelt und dann muss man halt Wege doppelt gehen. So, also entweder sind die hier irgendwo unter Wasser oder am Anfang habe ich übersehen. Deswegen werde ich nochmal gucken. So. Wo ist das Puzzleteil, ey? Das gibt's nicht. Also zumindest, ich gehe ja fast davon aus, dass das Puzzleteil genau da ist, wo auch die Noten sind. Aber hier am Anfang gibt es kein Puzzleteil. Natürlich auch aufpassen, dass ich nicht aus Versehen in... zum Aus... Ach nee, warte mal. Oder? Nee. Das ist ja quasi der Anfang, wo wir dann da oben rausfallen. Genau. Ich gehe nochmal hoch und guck dann einfach mal oben nach. Leute, ich bin vergesslich. Ich habe vergessen, wo die ganzen Noten sind. So, einmal hier. So, okay, das ist dieses Honigding. Ich meine, die müssten alle auf einem Feld sein, die 6 Stück. Das anders kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwo unter Wasser muss was sein. Garantiert. Garantiert. Ja, da habe ich gemeint, ich werde den Part früher beenden, wenn ich alles gefunden habe. Und jetzt brauche ich länger, um alles zu finden. Das gibt's nicht. Ich glaube, ich habe in einem Rohr was übersehen. Aber ich war ja in jedem drin. Das war ja das letzte. Und hier ist ja auch keins mehr. Das ist ja quasi wieder dann der Anfang. Oder habe ich doch ganz unten Puzzleteile vergessen? Noten? Sag mal, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch echt nicht gerade. Ach, nicht tauchen. Ja, das, wenn man so oft B drückt, passiert sowas schon mal. Ach ja, ich wette mit euch, wenn ich weiß, was für ein Puzzleteil mir fehlt, dann beiße ich mir in den Arsch. Das gibt's doch nicht. Ich gehe einfach mal nochmal hier hoch. Ach nee, ich kann ja keinen Doppelsprung, wenn ich... Oder ich muss halt den B-Knopf drücken, um einen indirekten Doppelsprung zu machen. Ach Mann. Wie gesagt, ich möchte das nicht nachsehen jetzt. Das ist doch Blödsinn. Ich meine, ich spiele ja nicht blind hier. Meine Güte. Aber es war mir schon fast klar, dass mir dass es früher oder später passiert, dass ich vergesse, wo was war. Ja. Okay, jetzt gucken wir nochmal genau. Okay, hier links ist nichts. Und rechts ist auch nicht mehr. Und unter mir ist ja auch nichts. Das habe ich ja auch schon alles eingesammelt. Hier alles eingesammelt, ja. Wo ist. Wenn mir zumindest mal einfallen würde, was das Puzzleteil ist, dann hätte ich zumindest einen Anhaltspunkt, wo die Noten sein könnten. Nein, nicht tauchen. Ja, der taucht automatisch, wenn man irgendwo unter einer Führung kommt. Da oben war ich schon. Ich bin echt überfragt gerade. Weil ich das Gefühl habe, ich war schon überall. Warte mal, ich tauche nochmal ganz runter. Vielleicht habe ich ja doch was übersehen. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich werde mit euch, wenn ich mir den Part nochmal angucke danach, dann beiße ich mir echt in den Arsch. Ah, das ist doch nicht wahr. Hey, Blue Boy, wo bist du? Gib mir mal Luft, damit ich wieder hoch kann. Nee, also hier ist nichts. Definitiv. Also das wäre, hätte man ja gesehen. Das ist die Frage, echt. Also wirklich, ich habe ja alles abgesucht. Oder bin ich durch irgendein Rohr nicht geschwommen? Das bin ich ja auch durch. Das hier war das eine mit dem... mit dem Puzzleteil. Ach, meine Güte, das ist doch nicht wahr. Hm.
Warte mal, ich geh nochmal zu den. Aber da war ich doch, da bin ich doch auch drum herumgelaufen, hab alles eingesammelt. Oh Mann, erinnere dich doch, was war denn das letzte Puzzleteil? Ja, der Witz ist ja, dass ich eigentlich das Game voll gelobt habe und jetzt habe ich eigentlich hier einen Grund, wo man dann wirklich sagen kann, dass das Game halt einen halt nicht bei der Hand nimmt und sagt, ja, guck mal, da hast du was übersehen. Aber hier ist halt wirklich nichts. Nee. Ich wette, wenn es mir einfällt, ey. Ich werde mich dafür hassen. Ach, Mann. Überleg doch mal richtig. 10 Stück. Es waren ja... Ich hatte ja nur 9, gell? Ja. Warte mal, den Hexen... Den Hexenschalter habe ich auch noch nicht gefunden, gell? Warte mal, wo war der Hexenschalter? Wo war der Hexenschalter? Der muss, glaube ich, auch irgendwo in Klenker drin sein, glaube ich. Ja, witzigerweise habe ich ja hier die... So, wartet mal. Irgendwo muss doch was sein. Schieß mal kurz hoch. Einen Hexenschalter habe ich übersehen. Und vermutlich dann auch gleichzeitig das Puzzleteil. Vermutlich irgendwo in Klenker drin. Ja, ich weiß zumindest, wo der Hexenschalter ist. Komm, lass mich mal rein. Das mache ich jetzt noch. Ja, eigentlich wollte ich ja den Part soweit beenden, wenn ich alle Noten habe, aber ja. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Ja, das hätte ich irgendwie, ja. Das hätte man auch wissen können. Ach Mann, ey. Autsch, ich bin so blöd. Aber gut. Besser so, als dass ich nachgesehen hätte. Ja, alle Noten und alle Puzzleteile. Ja, sehr, sehr schön. Und wieder raus. So, und ich denke mal, ja, wären dann hier rausgefallen und hier hätten wir dann den Schalter aktiviert. Ja. Ja gut, das war nicht so toll. Ja. Zum Glück ist der Part nicht allzu lang geworden. Ich hoffe, er hat euch mal wieder gefallen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.